um die Themen und Fragen des neuen Atheismus. Ja, ein Atheismus, was ist das eigentlich? Ich vermute, Sie haben alle unterschiedliche Beweggründe, warum Sie sich heute für dieses Webinar Zeit genommen haben. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Sie auch unterschiedliche Vorstellungen vom Begriff Atheismus haben, vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen von einem Atheisten, einer Atheistin. Deswegen vielleicht gleich zu Beginn so ein klitzekleines Brainstorming, ein bisschen Meinungssammlung. Nutzen Sie so gleich bitte links oben öffentlicher Chat und schreiben Sie doch bitte gerne rein, was Sie beim Begriff des Atheismus zugleich assoziiert haben oder was haben Sie sich da vorgestellt? Vielleicht auch, ja, was Sie mit dem Titel der Veranstaltung sich zugleich gedacht haben oder welche Namen Sie vielleicht auch mit dem Atheismus verbinden. Ich gebe Ihnen da jetzt einfach eine halbe Minute Zeit und wir sammeln, was dazu so zusammenkommt. Ja, Lebenseinstellung, die kein Gott zugibt, sehe ich schon gleich. Warte ich noch kurz, ob was dazu kommt. Den Menschen an die Stelle Gottes setzen. Fehlendes Vertrauen in die Religionen. Okay. Okay, also ich denke, wir machen hier einen Punkt. Vielleicht möchten Sie auch nicht aufgenommen werden, wenn Sie einen Chat schreiben. Das kann ich natürlich verstehen. Aber mit diesen drei Wortmeldungen haben wir eigentlich schon ganz wichtige Punkte mit drin. Also irgendwie hat es was mit Gott zu tun, mit Existenz Gottes, mit der Nicht-Existenz Gottes und auch die Religion als solches, als Struktur, als Institution spielt hier eine Rolle. Nun, dass Atheismus auch was mit Gott zu tun hat, ist, glaube ich, klar, weil schon im Begriff selber natürlich Theos, also Gott, drin ist. Atheismus, also mit dem A, Alpha Privativum, eben die Verneinung eines Gottesglaubens. Also Theismus kennen Sie wahrscheinlich auch. Das ist so der Grundbegriff für alle Glaubensvorstellungen, die irgendwie an einen Gott, an eine Gottheit und derartiges glauben. Und Atheismus, eben der fehlende Glaube in jeder Form von Gott. Wir haben es hier eigentlich auch schon gehabt, die kein Gott zugibt, also eine Auffassung von der Nicht-Existenz Gottes. Tatsächlich ist Atheismus aber nicht gleich Atheismus. Es gibt da verschiedene Standpunkte, verschiedene Perspektiven und so eine grobe Unterscheidung, eine erste grobe Unterscheidung, wäre einmal der theoretische Atheismus und zum anderen der praktische Atheismus. Ja, der theoretische Atheismus lehnt im Grunde alles, ich habe das jetzt mal hier so numinos genannt, also alles, was irgendwie heilig, versteckt, ein Geheimnis, irgendwie mysteriös ist, wird hier abgelehnt. Gott wird abgelehnt, Gottesvorstellungen, auch personale Gottesvorstellungen genauso. Und das ist ganz spannend beim theoretischen Atheismus, dass hier eben auch argumentiert wird. Und diese Argumentationen haben auch ein breites Spektrum an ihrer Friedfertigkeit oder an ihrer Offensivität. Also wir finden hier tatsächlich sehr tolerante Vorstellungen, aber es kann auch sehr militant zugehen im Sinne von Aufrufe zum Austritt und religiöse Menschen als Kranke, als Gewalttätige, als psychisch kranke Menschen. Also da finden wir wirklich ganz, ganz viele Stellungnahmen. Der praktische Atheismus ist ganz spannend. Es ist erstmal eine Lebenspraxis, die sich ihm so verhält, als ob Gott oder das Heilige, in welcher Form auch immer, einfach nicht existiert. Also selbst wenn Sie die Existenz Gottes nicht leugnen möchten, es hat keinerlei Konsequenzen auf Ihre Lebenspraxis. Also Sie sind weder ein besserer noch ein schlechterer Mensch. Sie beten niemals, nicht mal im Affekt. Sie denken überhaupt nicht in Ihrer Lebensgestaltung, in Ihren Werten, in Ihren Zielen, auch nur annähernd an so etwas wie eine Gottesgestalt. Und das nennt sich dann praktischer Atheismus. Und das ist ganz spannend, denn das könnte sogar bedeuten,
dass so eine Person sogar einer Religionsgemeinschaft zugehörig ist oder sich zugehörig fühlt, aber faktisch in ihrer Lebensgestaltung eigentlich atheistisch ist. Das wäre so die erste Unterscheidung theoretischer, praktischer Atheismus. Und es geht noch so ein bisschen weiter. Also wie gesagt, Atheismus ist nicht gleich Atheismus. Wir schauen uns das mal kurz an. Ich habe hier mal so ein paar Stufen nochmal dargelegt. Das ist wirklich eine ganz grobe Typologie von atheistischen Positionen. Wir haben jetzt hier den Agnostizismus, eine moderate Mittelposition und eine widerlegende Position an letzter Stelle. Ja, Agnostizismus oder Agnostiker, das haben Sie in dem Kontext bestimmt schon irgendwie gehört. Also ein Agnostiker ist erstmal jemand, der oder die sich weigert, ein endgültiges Urteil darüber abzugeben, ob es denn einen Gott, eine Gottheit oder wie auch immer gibt oder nicht. Also sie bestreiten es nicht, sie zweifeln dran vielleicht, sind vielleicht nicht zu 100% überzeugt, aber würden kein Urteil fällen. Also wenn man einen Agnostiker fragen würde, ja, was ist jetzt? Hopp oder top, gibt es Gott nicht? Würde ein Agnostiker sagen, ich weiß es nicht, frag mich nicht, frag jemand anders. Ich brauche es nicht, diese Entscheidung auch in meinem Leben, aber ich muss jetzt auch nicht dafür oder dagegen kämpfen. Dann gehen wir schon ein bisschen weiter in so einer moderaten Position. Also hier ist ein Urteil gefällt, hier ist eine Entscheidung gefallen. Gott wird bestreitet, die Existenz ist nicht da. Aber die Nicht-Existenz Gottes aus einer moderaten Position heraus wird jetzt hier nicht unbedingt nachgewiesen. Sondern ein moderater Atheist würde sagen, ja, ich bestreite die Existenz Gottes, aber ich glaube nicht, dass man die Nicht-Existenz schlüssig nachweisen kann. Also so eine Mittelposition ein wenig. Und zum Schluss die widerlegende Position, der widerlegende Atheist, der dann sagen würde, ja okay, hier handelt es sich um jemand, der die Existenz einer Gottheit, eines Gottes auch bestreitet, aber, und jetzt kommt eben die Verschärfung, dass eben auch die Nicht-Existenz Gottes bewiesen werden kann. Also es gibt keinen Gott und es sprechen Gründe dafür, warum es so ist. Das wäre dann die widerlegende Position. Ja, Sie haben gesehen beim Titel Anfragen und Fragen oder ja, des neuen Atheismus und Sie werden sich wahrscheinlich gedacht haben, ja okay, wo es einen neuen Atheismus gibt, da gibt es vielleicht auch einen alten. Tatsächlich möchte ich mit Ihnen jetzt auf eine kleine Zeitreise gehen. Wenn Sie sich die Bilder anschauen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ihnen die Herrschaften durchaus auch bekannt vorkommen. Wir gehen jetzt einfach mal von links nach rechts, wobei die Zeitsprünge besonders bei den ersten relativ stark sind. Also wir sind jetzt hier noch so rund 400 vor Christus. Ganz links daher ist Sokrates. Und jetzt würden Sie sich fragen, hä, also wir sind jetzt noch weit vom Christentum, weit vor den großen monotheistischen Weltreligionen. Wie kann hier schon vom Atheismus gesprochen werden? Und tatsächlich ist es so, dass der Vorwurf des Atheismus schon ganz früh bei den alten Griechen, noch vor Sokrates, ungefähr 7. Jahrhundert vor Christus, schon aufgekommen ist. Und dieser Vorwurf ist jetzt erstmal nicht unbedingt das, was wir heute unter Atheismus verstehen, also dass jemand die Existenz Gottes leugnet oder die Nicht-Existenz sogar beweisen möchte, sondern hier gelten eigentlich alle, vor allem Philosophen, die Götter des Pantheons vielleicht anfragen oder kritisch sehen, also die Volksreligion, die damalige, anfragen, kritisieren, eventuell auch philosophische Gegenentwürfe versuchen zu skizzieren, die nicht unbedingt gottlos sind. Aber hier geht es wirklich darum, wir haben hier den griechischen Pantheon und alles, was dagegen gesagt wird, ist erstmal atheistisch. Deswegen wurde auch Sokrates zum Beispiel eines Atheismus angeklagt, weil seine Philosophie einen viel weiteren Gottesbegriff hatte als der Vielgötterglauben der Griechen. Ähnliche Anklagen übrigens dann auch später gegen Juden und auch gegen die ersten Christen natürlich, die eben das Götterpantheon und auch den Kaiserkult ablehnten. Also auch die wurden Atheisten benannt, wobei die ersten Christen und auch Juden niemals sich selber als Atheisten bezeichnen würden, wie wir es heute verstehen.
Dann ein klitzekleiner, großer Sprung ins 18. Jahrhundert. Der zweite Herr, den Sie hier sehen, ist Immanuel Kant. Ich denke, auch der ist nicht ganz unbekannt. Es ist schwierig zu sagen, dass Kant Atheist war oder ist. Also es ist wirklich nicht ganz leicht. Da streiten sich die Forschungsmeinungen. Aber Kant hat was Interessantes gemacht. Und zwar hat er gesagt, okay, erkenntnistheoretisch kommen wir hier an eine Grenze beim Gottesbegriff. Für Kant lässt sich die Frage nach der Existenz Gottes weder positiv noch negativ beantworten. Also vielleicht könnte man hier auch so ein bisschen sagen, klingt so ein wenig nach einer agnostizistischen Position. Lasse ich jetzt mal offen. Für Kant übersteigt Gott die Grenzen des menschlichen Verstandes. Also wir kommen hier an eine Schwelle, die wir nicht überschreiten können mit unserem Verstand. Wir können uns Gott als Vorstellung oder als Idee können wir uns die schon denken, aber wir können Gott nicht erkennen als solches. Also da kommen wir an unsere Grenzen und deswegen macht es auch philosophisch oder theologisch wenig Sinn, dafür oder dagegen zu sprechen, weil wir da mit unseren Argumenten einfach nicht weiterkommen. Und dieser Bruch, also Sie wissen ja, Kant, Aufklärung, und dieser Bruch in so ersten Anfragen, was können wir wissen, was können wir von Gott erkennen, das stellt eine extreme Zäsur dar. Also ab da, deswegen ist es wichtig, Kant hier in dieser Zeitleiste doch mit reinzunehmen, ab da ändert sich was im Denken um den Gottesbegriff. Ja, Ludwig Feuerbach, ab hier geht es eigentlich los. Wir sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Feuerbach ist 1804 geboren worden. Und ab hier, würde ich sagen, ist der Moment, wo man von diesem sogenannten klassischen Atheismus spricht. Ganz zentral mit Feuerbach und ein sehr, sehr starkes Argument ist das sogenannte Projektionsargument. Feuerbach macht was Interessantes. Er nimmt die Inhalte der Theologie, also göttliche Vorstellungen, und sagt, eigentlich ist das gar nicht so theologisch, sondern was hier passiert, ist reinste Anthropologie. Das heißt, Gotteslehre ist eigentlich eine komplette Menschensache. Der Mensch nimmt die Eigenschaften, die er kennt, also seine eigenen Eigenschaften, seine eigenen Prädikate und steigert sie ins Unendliche. Und dann haben wir Gott. Also so argumentiert Feuerbach. Wir als Menschen erfahren uns selber als endliche Wesen, als unvollkommene Wesen, zeitlich, kontingent, geschaffen und nehmen all diese Eigenschaften und heben sie ins absolute Superlativ, ins absolute Positive, Unendliche und haben plötzlich Gottes Eigenschaften. Also ganz konkret, aus Wissen wird dann Allwissen, aus Macht Allmacht, aus Sterblichkeit Unsterblichkeit, aus Zeitlichkeit Ewigkeit, aus Kontingenz Notwendigkeit und so weiter und so fort. Ich könnte es noch ewig weitermachen und Sie merken, wir kommen dann, indem wir diesen Ewigkeitsfaktor mit reinschrauben an die Eigenschaften, die wir kennen, haben wir plötzlich Eigenschaften Gottes. Und das ist eigentlich nur eine anthropologische, ja, so ein Trick von den Menschen, um sich ein gutes Gefühl zu geben, so nach dem Motto, ach, wir kennen uns so begrenzt, das muss doch etwas geben, was diese Grenzen nicht kennt. Aber eigentlich, nach Feuerbach, ist es ein Fehlschluss. Für ihn war übrigens auch klar, dass der Glaube keine Zukunft hat. Also es war nur noch eine Frage der Zeit. Religion, Glauben sind schon im Wandel zum Absterben. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das komplett aus dem Leben der Menschen verschwindet. Er hat nicht recht behalten, aber Sie merken, was da für eine andere Stimmung auch einfach ist Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein paar Jahre später, also Sie merken, die Sprünge sind nicht mehr ganz so wild, sind wir bei Karl Marx. Also das ist jetzt der vierte Herr von links, Karl Marx, 1818 geboren. Hier haben wir im Grunde auch so etwas wie das Projektionsargument, wie wir es bei Feuerbach gesehen haben, aber es wird nochmal mit Gesellschaftskritik verbunden. Also Sie wissen ja, Marx hat ganz starke Gesellschaftskritik ausgeübt und sein berühmtes Zitat, Religion als Opium des Volkes, also nicht für das Volk, das sagt später Lenin, bei Marx ist es noch Opium des Volkes, wo eben die Arbeiterklasse diese Bedürfnisse nach Glückseligkeit, nach Vervollkommnis, nach Glück und Freude in diesem Diesseits nicht erreichen können, aufgrund der schrecklichen gesellschaftlichen Umstände nach Marx.
Und als Kompensation werden diese Wünsche und diese Bedürfnisse auf ein Jenseits projiziert. Also im Diesseits nicht erreichbar, also projiziert die Arbeiterklasse Gottesvorstellungen auf irgendeine zweite Welt, ein Paradies, wo man dann entlohnt wird für sein Leben. Wie gesagt, Lenin verschärft es später nochmal, indem er sagt, Opium für das Volk. Hier wird Religion nicht nur so ein Selbstbetäubungsmittel für die Arbeiterklasse verstanden, sondern wirklich auch als Instrument von mächtigen Unterdrückern, also Religion als Unterdrückungsinstrument. Ja, der vorletzte in unserer Reihe ist Friedrich Nietzsche, nicht misszuerkennen an seinem mächtigen Schnurrbart. Ja, Nietzsche ist ja mitunter durch sein ganz starkes Zitat bekannt geworden, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Das kennen Sie mit Sicherheit auch. Nietzsches Philosophie macht eigentlich so ein bisschen das, was Kant schon angefangen hat. Also Erkenntniskritik, Vernunftkritik, was können wir wissen, was können wir erkennen, und verschärft das Ganze, indem er sagt, im Grunde gar nichts. Und dann fällt Gott auch aus der ganzen Rechnung. Gott, der Gottesgedanke bei Nietzsche ist im Prinzip einfach nur durch so einen Wunsch nach einem höchsten Wert entsprungen, und hat eigentlich nur die Funktion, den Mensch unfrei zu machen. Ja? Also Religion und Gottesgedanken rauben dem Leben eigentlich die besten Teile. Alles, was Spaß macht, wird durch Religion unterdrückt. Eigentlich müsste der Mensch sich davon auch frei machen. Und nach Nietzsche ist eben nicht nur Gott tot oder gestorben, sondern auch der Gottesglaube ist im Prinzip tot. Und auch da war für Nietzsche klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Mensch von diesem Falschdenken endgültig löst. Der letzte in unserer Reihe ist Sigmund Freud, der mit seiner Psychoanalyse auch nochmal das Projektionsargument hier reinbringt. Für Freud und seine Psychoanalyse sind Gottesvorstellungen so ein bisschen Rückbleibsel und Anhängsel aus einem ganz infantilen Wunsch des Menschen, beschützt zu werden. Und zwar durch einen Übervater, den er in Gott sieht und projiziert. Also bei Freud, auch das wissen Sie, Mütter, Väter spielen eine extrem starke Rolle. Und Gott ist für Freud im Grunde nichts anderes als nochmal ein übermächtiger Übervater. Tatsächlich muss der Mensch sich dann bewusst werden bei Freud, dass das nur eine Illusion ist, und eben den Gottesglauben als diese entlarven und sich damit lösen. Ja, also wir sehen, wir haben hier starke Persönlichkeiten, die alle irgendwie mit dem Begriff des Atheismus in Verbindung stehen. Vor allem die letzten vier sind eigentlich die vier Gewährsmänner, die so beim klassischen Atheismus herangezogen werden. Und wie gesagt, man dachte so Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert ganz stark, es ist nur noch eine Frage der Zeit und dann ist Religion überwunden, Gottesvorstellungen passé, ist einfach noch in den Kinderschuhen der Menschheit hängen geblieben, bald alles vorbei. Nun, Sie wissen ja, tatsächlich ist es nicht passiert. Vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so ab den 60er Jahren, entstand eine Wende des religiösen Denkens. Also Religion gewann wieder an öffentlichen Einfluss und konnte sich auch gar nicht mehr ignorieren lassen, weil es auch plötzlich sehr politische und sehr gesellschaftliche Rollen gespielt haben. Ganz stark natürlich der Islam, der in ganz vielen Ländern 90er Jahre und auch schon früher in den 80ern ganz stark politisch und gesellschaftlich relevant wurde. Interessant ist auch, wir sehen das in den USA, dass vor allem sogar extreme religiöse Überzeugungen plötzlich ja, diskussionsfähig wurden. Zum Beispiel der Kreationismus, der ja immer wieder gekämpft hat, auch im Schulunterricht gelehrt zu werden in manchen amerikanischen Staaten, oder das sogenannte Intelligent Design Argument, das eben versucht, naturwissenschaftliche Erklärungen theologisch was entgegenzusetzen. Und das ist eigentlich der Kontext des neuen Atheismus. In den letzten Jahren hat dieser sogenannte neue Atheismus oder der Atheismus so eine Art Renaissance erlebt.
Wenn ich Ihnen jetzt noch mal ein paar Herrschaften zeige, werden Sie sicherlich einige davon kennen. Denn diese ganze Bewegung des neuen Atheismus hat so ein paar Gesichter hervorgebracht, die medial auch so stark wirksam waren. Also deswegen würde es mich jetzt nicht wundern, wenn diese Persönlichkeiten Ihnen schon irgendwie mal untergekommen sind. Ganz stark natürlich hier an der linken Stelle Richard Dawkins mit seinem berühmten Buch Der Gotteswahn. Also das war wirklich nochmal so eine mediale Schnittstelle, wo eben der Atheismus ganz stark in die Öffentlichkeit gerückt worden ist. Zentral liegt hier die Überlegung oder die Überzeugung, dass ein religiöser Glaube mit einem wissenschaftlichen Weltbild nicht vereinbar ist. Also Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft, wird hier bei allen Herrschaften sehr hoch gehalten und Religion entspricht dem und ist eigentlich vorhumanistisch, vorwissenschaftlich, vorkritisch und so weiter. Ja, die vier großen Mitspieler in diesem Kontext sind zum einen der Biologe Richard Dawkins, Sie sehen ihn ganz links mit seinem sehr bekannten Buch Der Gotteswahn. Ein Philosoph, Daniel Dennett, der sich auch sehr atheistisch und argumentativ hervorgetan hat. Dann ein junger Kognitionswissenschaftler, Sam Harris. Und zum Schluss noch ein Publizist, Christopher Hitchens. Sie sehen, dass in dem atheistischen Kontext sich auch nicht nur Philosophen und Theologen dann tummeln, sondern eben auch aus anderen Disziplinen Menschen sich zu Wort melden, um was gegen religiöse Überzeugungen, religiösen Vorstellungen zu sagen. Allen Vieren ist gemeinsam, dass sie eine umfassende mediale Tätigkeit entwickeln. Also das ist neu. Atheisten findet man in Überfluss im Internet. Sie halten Interviews im Fernsehen. Sie können Zeitungsartikeln darüber lesen, also diese extreme mediale Präsenz, das scheint neu zu sein. Das heißt, die Argumente dieser Personen versuchen sich auch an die breite Öffentlichkeit zu richten. Dementsprechend ist natürlich auch die Sprache und die Argumentation dem angepasst. Ja, besonders medial wirksam, ich habe es gerade gesagt, war natürlich Richard Dawkins, der mit diesem Buch Der Gotteswahn innerhalb kürzester Zeit auf die Bestsellerlisten war. Und Richard Dawkins hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen zu Galionsfiguren der atheistischen Bewegungen gewandelt. Besonders für all diejenigen, die den Atheismus als eine vernünftige und wissenschaftliche Weltanschauung ansehen. Also da werden ganz oft Argumente von Richard Dawkins gegen Religionen jeglicher Art herangezogen. Ja, jetzt klang das wieder so ein bisschen, als wäre der neue Atheismus zumindest ein bisschen einheitlicher als der alte. Also wir haben ja gesehen, es waren ganz viele verschiedene Personen, die auch wirklich unterschiedliche Dinge vertreten haben. Und tatsächlich ist auch hier das erstmal nicht so, dass der neue Atheismus sich da so ganz einig ist in seinen Vorgehensweisen. Ich habe auch hier jetzt nochmal eine Unterscheidung von Thomas Schertl. Der hat es so relativ grob in drei Bereiche unterschieden. Einmal der argumentative Atheismus, einmal der kulturelle Atheismus und dann der denunziatorische Atheismus. Sie erkennen schon an den Bildern wahrscheinlich, in welche Richtung es gehen soll. Der argumentative Atheismus ist eigentlich eine akademische Form. Also Atheisten, die sich mit genuin theologischen und religionsphilosophischen Themen auseinandersetzen, auch Metaphysik, auch Gottes Eigenschaften, auch Handeln Gottes, alles, was so dazugehört, in einem starken akademischen, philosophisch-theologischen Kontext arbeiten sie das in Forschungsliteratur ab. Und hier ist das Ziel, dass eben wirklich die Begründungsfrage am christlichen Theismus ganz stark gestellt wird. Also, dass christliche Inhalte, Glaubensinhalte nicht einfach so dargelegt werden dürfen, sondern dass die wirklich begründet, vernünftig sein müssen, nachvollziehbar sein müssen, argumentativ sein müssen. So ganz klassisch finden wir diese Form bei Bertrand Russell, bei John L. Mackey aus den 80er Jahren, also wirklich dieses akademische Auseinandersetzen mit theologischen Themen.
Zentral ist hier, wie gesagt, die Frage nach dem Sinn religiöser Aussagen, nach der Glaubwürdigkeit und nach der Wahrheitsfähigkeit. Die Protagonisten, die Sie im argumentativen Atheismus finden, sind eben auch sehr argumentorientiert, möchten auch begrifflich klar sprechen und sind an logischer und konzeptioneller Klarheit interessiert. Also nicht nur reine Provokation, reine Irritation, sondern wirklich hier wird versucht, argumentativ, begrifflich, präzise und klar Thesen anzustellen. Als Reaktion darauf, und das ist hier der letzte Punkt oder die Folgerung, ist natürlich, dass Theologen, Theologinnen sich dann auch gezwungen sehen müssen, mit solchen akademischen Diskussionen mithalten zu können, mitsprechen zu können und müssen diese Begriffsarbeit eben auch nachleisten, insofern da eben Anfragen kommen. Ja, der kulturelle Atheismus ist sehr, sehr heterogen. Also beim kulturellen Atheismus kann im Grunde erstmal fast alles dabei sein. Das kann ein Musikvideo sein, das extrem provozierend mit Symbolen aus Christentum, Judentum oder anderen Religionen arbeitet und spielt. Es kann Werbung sein, die provokant auftritt. Es kann Belletristik sein. Es kann Science Fiction sein. Also hier haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum. All das, was die hier aber so ein bisschen miteinander verbindet, ist, dass sie diesen Symbolkosmos, diesen Begriffskosmos von bekannten Religionen, von bestimmten Religionen nutzen und verdrehen oder überspitzen oder ins Lächerliche ziehen und damit eben provozieren. Oft wird als Gegenentwurf so eine Art Diesseitskultur propagiert, dass man sagt, ja, das Christentum so ein bisschen wie bei Nietzsche verbietet alles, was falsch macht und eigentlich haben wir andere Werte, die viel, viel wichtiger sind. Wir brauchen keinen Gott, um gut zu sein, um moralisch zu sein. Also hier wird oft auch mit so einer neuen Humanität argumentiert und dass man versucht, Christentum so ein bisschen auch ins Lächerliche zu ziehen oder abzuwerten und die Gegenwartskultur sozusagen stattdessen zu stellen. Also auch Konsum- und Spaßkultur, aber nicht unbedingt nur, und möchte eben das Christentum als kulturprägende Kraft vertreiben. Ich habe es gesagt, wir sind hier in einem sehr heterogenen Spektrum. Hier ist alles Mögliche dabei und die Ausdrucksformen sind oft nicht diskursiv. Also nicht so wie beim argumentativen Atheismus, wo wirklich in Büchern seitenlang versucht wird darzulegen, warum dir der oder die Inhaltshypothese nicht haltbar ist. Ist es hier oft nur eine Andeutung, oft ein Spielen mit bestimmten Symbolen, mit bestimmten Begriffen, die eben nicht diskursiv sind. Also oft einfach nur provokativ, irritierend. Aber es wird eben auch ein bestimmtes Weltbild hier transportiert. Ja, und nicht zuletzt der denunziatorische Atheismus. Hier finden wir auch unsere Freunde von vorhin wieder, Dawkins und so weiter, Christopher Hitchens. Hier wird wirklich religiöse, nicht nur religiöse Vorstellungen, sondern einfach auch Gläubige und Glaubende angegriffen, als dumm deklariert, als unvernünftig deklariert und eben ganz stark angegriffen mit einem durchaus schärferen Ton, durchaus sehr polemisch, durchaus weitaus aggressiver, manchmal zum Teil sogar Kampfansagen, da fehlt ein F. Ja, oft wird hier ein rein wissenschaftliches, naturalistisches Weltbild entgegengesetzt, habe ich vorhin schon gesagt, und religiöse Menschen sind dann erstmal irgendwie stehen geblieben, hängen geblieben, wie auch immer. Alle sind eigentlich schon wissenschaftlich weiter, aber religiöse Leute haben irgendwie den Schuss nicht gehört. Ja? Dementsprechend sind sie dann dumm, unmoralisch und religiöser Glauben ist unvernünftig. Und hier bei dem denunziatorischen Atheismus, der zum Teil auch wirklich sehr militant vorgeht, haben wir dann Verbindungen, Gemeinschaften, die sich zusammentun, um zum Beispiel zu globalen Austritten aufzurufen. Also dass Leute Kirchen verlassen und Glaubensgemeinschaften verlassen. Ganz spannend ist, vielleicht kennen Sie das aus anderen Kontexten, Memes oder Memes auf Deutsch, ist eigentlich eine Erfindung von Richard Dawkins. Und zwar sagt er, dass der Gottesgedanke nichts anderes ist als so eine Art Meme.
Und dieses Meme ist eigentlich so ein Gegenstück, also ein informationelles Pendant zum Gen. Und es hat sich kulturell, geschichtlich irgendwie ist es so aufgekommen und hat sich sozusagen evolutiv durchgesetzt. Also es kam so ein bisschen aus dem Nichts, aus so einer Kultur heraus, aus so einer Gesellschaft heraus und hat sich dann einfach durchgesetzt wegen verschiedenen Gründen. Aber eigentlich ist es auch nur eine Illusion. Also eigentlich ist es auch nicht wirklich irgendwie ein Beweis, nur weil etwas schon sehr lange da ist, eine gewisse Tradition hat, dass es irgendeinen Wahrheitsanspruch hat. Ja, für die Vertreter eines denunziatorischen Atheismus ist der Glaube an Gott, wir sehen hier Freud ein bisschen wieder, nichts weiter als ein infantiles Stadium und eigentlich auch eine Ursache für moralische Unvollkommenheit. Entschuldigung, das ist ja auch nicht ganz richtig. Also Gläubige sind nicht nur dumm, sondern zum Teil sogar schlecht und unmoralisch, weil Religionen sehr aggressiv sind, sehr gewalttätig sind. Gottesvorstellungen sind gewalttätig, zornig, eifersüchtig. Also solche Argumente werden hier herangezogen. Ja, Umgang mit atheistischer Kritik. Also was heißt das jetzt für uns konkret? Was sollen wir jetzt damit machen als Gläubige? Vielleicht noch mal ganz kurz. Was eine neue Herausforderung jetzt natürlich schon ist, ist diese extreme mediale Präsenz. Also wenn bestimmte Sachen hochgestellt werden, siehe das Video von Caroline Kebekus, eine Stunde später spricht ganz Twitter darüber, 2 Stunden später ist das Internet vollkommen informiert. Also das ist dann, wenn am nächsten Tag das in der Zeitung steht, ist es fast schon zu spät. Also diese mediale Präsenz verschärft und verstärkt diese Argumentationen und Angriffe aus atheistischen Lager um ein Vielfaches. Man merkt aber auch, dass das auch die Zielgruppe ist. Also man möchte ein breites Publikum ansprechen, man möchte viele triggern, so ein bisschen viele provozieren, viele irgendwie erreichen, damit sich das immer weiter verteilt und vermehrt wird und geteilt wird. Und dementsprechend ist natürlich auch der Inhalt, aber auch das Ziel der Argumente dem angepasst. Also ganz viele Passagen bei Dawkins zum Beispiel sind einfach inhaltlich nicht korrekt oder auch falsch oder nur halb dargestellt, aber natürlich sehr vereinfacht und auch sehr wirksam. Also da muss man so ein bisschen, das erschwert auch ein wenig die Arbeit der Theologinnen und der Theologen, die dann versuchen, dagegen zu argumentieren. Die müssten eigentlich erstmal ein halbes Buch schreiben mit Korrekturarbeit, also was alles nicht richtig war, was alles falsch geschlussfolgert ist, was kontextlos dasteht. Und dann kann man erst in einem zweiten Schritt dagegen argumentieren. Das ist natürlich erstens sehr viel Arbeit und zweitens wahrscheinlich auch nicht so publikumswirksam, als wenn man so relativ kontextlose, provokante Thesen rausschießt. Ja, diese inszenierte Provokation hat eben dann das Ziel, religiöse Denkformen zu verunsichern, natürlich, im Einzelfall sogar religiöse Gefühle zu verletzen. Also auch das, je mehr Reichweite ich generieren möchte, desto emotionaler muss ich arbeiten, desto provokanter muss ich arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich am nächsten Tag eine weite Bekanntschaft erlangt habe. Das ist aber nicht unbedingt alles, was jetzt neu ist beim neuen Atheismus. Also es ist natürlich faszinierend, dass diese mediale Präsenz so ganz stark im Fokus steht. Aber es werden auch Gedanken und Argumente durchaus wieder aufgegriffen, die es zwar schon früher gab im klassischen Atheismus, aber sie werden nochmal zum Teil besser formuliert, neu formuliert, angepasst an die, ja, an die gegenwärtigen Bedingungen. Und diese Anfragen und diese Kritiken, die können uns natürlich als religiösen Menschen auch helfen, dass wir sagen, okay, irgendwie sind da Anfragen, die kann man, also manche kann man sehr leicht abwenden, aber manche eben nicht. Und das heißt dann für Theologinnen und Theologen, aber auch für jeden gläubigen Menschen, dass er sich erstmal hinsetzen muss und Hausaufgaben machen und für sich selber nochmal das ein wenig nacharbeiten, was eigentlich so die Grundsteine und die Grundmauern des eigenen Glaubens sind. Also wie
kann ich mich nochmal einlesen, einarbeiten, sich mit dem eigenen Glauben auseinandersetzen, dass solche provokanten Kritiken vielleicht ins Leere dann treffen. Oder also es kann auch sein, dass dann der Glauben sogar nochmal gestärkt wird, wenn man sich dann mehr damit auseinandergesetzt hat und dann sagt, ja, nee, aber eigentlich ist es so und so. Das waren jetzt nur so ein paar Andeutungen. Ich habe das auch hier nochmal zusammengefasst, Kritik an atheistischen Positionen. Also wo sind nochmal die starken Schwachstellen von bestimmten Angriffen aus der denunziatorischen Ecke? Einiges habe ich schon angedeutet. Also was ganz spannend ist, ist so eine gewisse, ja, so ein gewisses Gefälle. Auf der einen Seite wird Religion als Begriff sehr, sehr, sehr konturenlos, sehr, sehr weit und sehr, sehr allgemein gefasst. Also bei vielen atheistischen Angriffen sind sogar Hitler, Stalin und Co. explizit religionsfeindliche Massenmörder eigentlich, wie ich es hier geschrieben habe, für manche Atheisten eigentlich religiös, weil sie religiös so definieren, dass man irgendwie einem blinden Glauben an irgendwas Abstruses, irgendwas, irgend so ein Theoriegebäude glaubt. Und wenn ich so Religion definiere, dann habe ich natürlich alles drin. Also das ist sehr, sehr weit. Und das ist natürlich schwierig. Also das ist ein sehr allgemeiner, ein sehr weiter Religionsbegriff, den ganz viele Menschen, denke ich, so nicht mitgehen würden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, und das ist das Spannende, wird die Schädlichkeit von religiösen Denken oder auch die Problematik von religiösen Denken an ganz spezifischen Details festgemacht. Also plötzlich, wenn man sich das so durchliest, wie atheistische Positionen dargelegt sind, hat man das Gefühl, dass irgendwie die Inhalte oder die zentralen Inhalte des Christentums so ein ganz naiv biologisches Verständnis von Jungfrauengeburt, das ist immer so etwas, was ganz gerne herangezogen wird. Dann natürlich die Unfehlbarkeit des Papstes, dass jeder Gläubige, jede Gläubige, alles, was der Papst jemals gesagt hat, egal zu welcher Uhrzeit, erstmal für immer zu gelten hat. Also auch das ist ja nicht richtig. Dann natürlich Eucharistieverständnis, und das ist auch schon ein uralter Kritikpunkt, den gab es schon wirklich bei den ersten Christen, dass eben das Eucharistieverständnis so eine Art, ja, magisch, fast schon kannibalistisches Vorgehen ist. Also das sind dann so die kritischen Anpunkte. Ja, absurde Jenseitsängste und so weiter und so fort. Also eigentlich werden Glaubensinhalte kritisiert, die erstens extrem detailliert sind, die zweitens eigentlich nur von sehr krassen fundamentalistischen oder 19. Jahrhundert Theologie und Theologen eigentlich geglaubt wird. Also die Theologie ist ja jetzt schon viel, viel weiter. Also auch diese naive Auslegung, kontextlose Auslegung vom Alten und Neuen Testament, das macht man an keiner Fakultät mehr. Also, aber das wird hier von atheistischen Positionen herangezogen und sehr vereinfacht und sehr kontextlos, hier nochmal als dritten Punkt habe ich es aufgenommen, wiedergegeben. Und das ist natürlich auch nicht zuletzt, das habe ich vorher schon erwähnt, weil eben man sich an ein weniger informiertes Publikum wendet, man möglichst viel Reichweite auch erreichen möchte, natürlich auch auf die Bestsellerliste kommen möchte, und das schafft man nicht mit Büchern, die zu sehr ins Detail gehen und zu theologisch und zu philosophisch. Zum Beispiel die Kernbotschaft des Christentums, ja, also die Botschaft des Evangeliums, nach der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und auch die Erlösungszusage Gottes, vom Wert eines jeden Menschen, das spielt hier alles keine Rolle. Also solche Inhalte vom religiösen Glauben werden einfach ausgegrenzt und es wird sich auf das gestürzt, was man sehr leicht verwenden kann als Kritikpunkt. Und trotzdem ist es schon so, dass Provokation durchaus auch Finger in schmerzende Wunden legen können. Also auch diese ganze Kebekus-Geschichte mit dem Video und Frauen in der Kirche, natürlich war das provokant, natürlich war das Satire und auch vereinzelte Darstellungen und auch
nicht indifferent, durchgedacht und auch natürlich, keine Frage. Dennoch werden hier so bestimmte Denk- und Diskussionsprozesse angeregt und das sollte man nutzen. Also auch als Gläubige und als Gläubiger sollte man das ernst nehmen und gucken, okay, natürlich ist es Satire und Übertreibung, vielleicht ist es sogar schmerzhaft und ich fühle mich in meinen religiösen Gefühlen verletzt, aber irgendwo ist da ein wahrer Kern und muss sich auseinandersetzen und wenn ja, warum? Vor allem bei politischen, gesellschaftlichen Diskussionen. Das hilft natürlich auch, weil schon mit eigenen Glaubensüberzeugungen bewusst zu werden. Und wir sind nun mal auch in der Pflicht, die eigenen Glaubensüberzeugungen vernünftig vertreten zu müssen und gegebenenfalls den eigenen Glauben auch nochmal vertiefen und nochmal dem nachspüren, wo da die Wurzeln sind, wo da die Basis ist. Ja, natürlich das bekannte Zitat von 1 Petrus 3,15. Es kommt immer, es wird immer wieder gebracht, aber es verliert einfach nichts an seiner Aussagekraft. Also seid stets bereit, ihm Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Also auch hier atheistische Anfragen durchaus ernst nehmen und versuchen, den eigenen Standpunkt zu erklären und wiederzugeben. Und am Ende des Tages wird durch, natürlich vor allem durch den argumentativen Atheismus, wird die Theologie auch gezwungen, begriffsscharf zu arbeiten. Also dass es halt nicht nur ein spiritueller Impuls ist, der sich gut anfühlt, wo man aber nicht so genau weiß, was der Inhalt dahinter steckt, dass es dabei nicht nur stehen bleiben kann, sondern dass man eben auch Begriffsarbeit leisten muss und Aussagen präzisieren. Ja, das war so ein klein bisschen mein wilder Ritt durch die Geschichte des alten und neuen Atheismus. Ganz kurz, wenn Sie die Folien haben möchten, wenn Sie weitere Fragen, Anregungen, weitere Informationen wünschen oder auch wenn Ihnen vielleicht nach ein paar Tagen noch irgendwie ein Gedanke kommt, den Sie gerne mit mir teilen möchten, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach, mein Name und davor ein Mail-Ad davor. Ich freue mich über Nachrichten. Und hier ist noch die Literatur, die ich verwendet habe. Also auch das kann ich Ihnen sehr gerne zukommen lassen. Und ansonsten werde ich jetzt die Aufnahme beenden und wir können sehr gerne weiter diskutieren.